Er war von 1982 bis 2006 ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Basel und in den Jahren 1987 bis 1999 war er Ständerat für die FDP des Kantons Basel-Land. Deshalb ist er natürlich bestens qualifiziert, um uns über die Interdisziplinarität an der Schnittstelle zwischen Rechtswissenschaft und Politik zu erzählen. Herzlich willkommen, René Rinoff. Recht und Politik. Meine Überlegungen versuchen, dieses Feld abzustecken anhand von ausgewählten Fragestellungen. Einzelne Aspekte also beleuchten. Ich kann nicht das Ganze hier in dieser kurzen Zeit auf den Tisch bringen. Keine Politik ohne Recht. Ich glaube, das ist uns bekannt, aber vielleicht nicht immer bewusst. Das Recht erfüllt im Verfassungsstaat wichtige, unabdingbare Funktionen für die Politik. Das Recht ist Voraussetzung, Grundlage, oft Zielvorgabe und Handlungsanweisung der Politik. Also das Recht motiviert die Politik, leitet sie an, gibt den Rahmen, ist also auch Schranke der Politik und vor allem, ich komme dann später darauf zurück, das Ergebnis der Politik. Im Rechtsstaat gilt keine Politik ohne Recht. Und nun die andere Seite der Medaille. Kein Recht ohne Politik. Es ist die Politik, die zum Recht führt. Recht, verstanden hier als Menschenwerk, wird vor allem politisch geschaffen. Die Politik verwendet das Recht, um ihre Ziele zu erreichen. In der Demokratie, so können wir als zweite Regel formulieren, gilt kein Recht ohne Politik. Ja, ist denn das Recht nun selbst politisch? Dann muss ich antworten, ja und nein. In plastischen Bildern, wie sie in der Wissenschaft gemalt wurden, kann man sich das Recht als geronnene Politik vorstellen. Es findet quasi ein Aggregatswechsel statt oder ein Wechsel des Aggregatzustandes statt. Die flüssige Politik verfestigt sich im Recht, wird quasi eingefroren. Damit komme ich zu den Folgerungen. Es ist das Recht, vor allem die Verfassung, nicht nur, welche den rechtlichen und politischen in Phasen gestuften Prozess der Rechtsverwirklichung in seinen Grundzügen gestaltet und bestimmt. Das Recht verteilt die Regelungslast auf die Schultern des Gesetzgebers, der Verwaltung und der Justiz, ein Vorgang und eine Verantwortung, deren sich der Gesetzgeber zu wenig, oft viel zu wenig bewusst ist. Ein umfangreicher individueller Rechtsschutz, die Rechtsweggarantie, die Generalklausel bei der Anfechtung von Verfügungen vor Verwaltungsgerichten und vor allem die Tendenz, Verfügungen einer vollen justiziellen Ermessenskontrolle und nicht nur einer Rechtskontrolle zu unterstellen, führen zu einer ausgeprägten politischen Mitverantwortung von Verwaltung und Justiz. Und das ist nicht eine Folge der Machtusurpation, sondern ist Folge legislativer Gestaltung oder, wenn ich das etwas böser sagen darf, legislativen Versagens. Und wenn dann dieselben Politiker, die dazu führen, dass die Justiz immer mehr Einfluss hat, den Richterstaat beklagen, dann ist das, ja, sagen wir höflich, missverständlich oder widersprüchlich. Damit ist auch die juristische Methodik herausgefordert, ein weites Feld, das ich aber natürlich hier nicht behandeln kann. Ich bin der Meinung, man müsste die juristische Methodik zu einer juristischen Regelungstheorie entwickeln, die alle diese Phasen des Prozesses mit einschließt und die Verantwortungen klärt, wer welchem Organ in welchem Verfahren Entscheidungen treffen soll und kann.